Moin Leute, ich bin Sebari und ich begrüße euch recht herzlich zur ersten Folge Ark Mods. Ich habe eine coole Mod für euch heute und zwar DP's Tranquilizer Sniper Rifle, ein Scharfschützengewehr, welches Betäubungsmunition verschießt. Und ihr braucht dafür 120 Polymer, 150 Metallbarren und 150 Zementpaste. Das Gewehr ist aber eigentlich gar nicht so das Besondere, sondern eher die Munition. Und zwar diese drei Darts. Das hier ist ja der Standard-Dart, der rote. Und dann haben wir nochmal blau, orange oder gelb und grün. Und der blaue sorgt für 700 Torpor und 30% davon über die nächsten 5 Sekunden. Der gelbe 1750 Torpor und der grüne 3500 Torpor, also mit einem Schuss. Und dadurch geht das Zähmen halt nicht schneller, aber das Betäuben auf jeden Fall. Aber es kostet natürlich auch. Also hier der beste Dart kostet 50 Narcotics, 5 Metall und einmal Hide. Da denke ich mal, spart man nicht wirklich an Narcotics oder so. Aber es soll ja auch kein Schummeln sein, sondern es soll ja einfach nur beschleunigen. Und ja, ich möchte das gerne mal vorführen. Und zwar habe ich mal geguckt nach Dinos, die man betäuben kann. Und ich habe zwei Brontos gefunden, Level 150 jeweils. Und die werden wir jetzt mal schnell gleichzeitig betäuben. So, hier auf dieser kleinen Insel habe ich sie entdeckt. Und zwar hier hinten. Ich hoffe, jawohl, sind beide noch da. Wir schauen nochmal aufs Level. 150 Male und 150 Female. Sehr, sehr cool. Die kann ich dann auch schön paaren. So, und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die betäubt kriegen. Ich stelle mal meinen Vogel hier ab. Zack. Also ich habe jetzt insgesamt 17 Schuss. Und das sollte reichen auf jeden Fall. Dann schauen wir mal. Also das Gewehr sieht jetzt nicht sehr schön aus, muss ich sagen. Die Texturen sind sehr, sehr schlecht. Und ja, das passt einfach auch gar nicht zu Ark. Aber völlig egal. Das Wichtige ist halt einfach, sind die Darts. Was macht er denn hier? Er hängt fest. Warte mal. Wir sind ja heute nett. So. Bitteschön. Gut. Dann kümmern wir uns mal um die Brontos. Schießen wir einfach mal einen im Kopf. Bams. Und natürlich mal ein bisschen warten, die 50 Sekunden, ne? Das wirkt ja natürlich noch, die Darts. Dann geht es einfach weiter. Und kein Nachladen dazwischen. Sehr, sehr cool. Dritter Schuss. Ja. Jetzt dreht er schon um, ha? Schieß mal einfach im Körper. Wow, jetzt kommt er. Ist er schneller als ich? Nö, ne? So, jetzt will er schon abhauen. Das heißt, er ist schon ziemlich nah dran. Wir schießen noch einen rein. Jawohl, und er liegt. Also sehr, sehr, sehr cool. Dann packen wir ihm gleich mal Bären rein. Einmal die Hälfte. Und dann kümmern wir uns gleich um den anderen. Komme ich hier durch? Jawohl. Sehr gut. Also 5 Darts habe ich jetzt gebraucht, ne? Kann das sein? 17 hatte ich, oder? Ich habe mir das gar nicht gemerkt. Jetzt habe ich noch 12. Also 5 Darts. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt 5 Darts brauchen. Ob ich mich verzählt habe. Ich habe Angst, daneben zu schießen, weil die Munition ist halt sehr teuer. Ich schieße mal einfach auf den Körper. Ja. Zweiter. Wir müssen dann gleich einmal nachladen. 2 Schuss haben wir noch im Magazin. So. Lädt er nicht nach von alleine? Oh, er haut schon ab. Ah. Jetzt lädt er nach, wenn ich schießen will. Auch sehr geile Ladeanimation. Einfach mal Gewehr wegnehmen. Fertig. So, und da liegt er lang. Also 5 Schuss für ein 150-Level-Bronto. Das ist doch mal nicht schlecht, würde ich sagen. Aber das Zähmen geht natürlich wie gehabt vonstatten.
Und ja, da bin ich jetzt Besitzer zwei neuer Brontos und würde sagen, ich hoffe, euch gefällt die Mod auch sehr gut. Also ich finde sie sehr, sehr cool. Und bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, bis zum nächsten Mal. Ciao!